Stärkung, selber aus und dem Düşmanları varmış. Aber es hat funktioniert, hat viele auch erreicht und ja, viele von ihnen denken jetzt auch ein bisschen um und sind glücklich. Ihr müsst euch vorstellen, wenn jetzt unsere Kleidung, die wir anhaben, sprechen könnten und die ganzen benutzten Unterhosen im Korb aufeinander treffen und der eine dann den anderen pflegt, ey du, sag mal, warum bist du so braun gestreift? Dann sagt natürlich die Unterhose, ich habe eine scheiß Woche. Und das vergessen wir halt, dass wir, wenn wir in der U-Bahn sitzen und wir einfach nur schlecht drauf sind, dass wir eine schlechte Woche hatten, weil das ist halt so, das dürfen wir halt nicht vergessen. Und ich möchte halt immer das auch mir natürlich hier erzählen und auch mich dabei mit meinen Gedanken vertiefen, weil Philosophie sollte auf jeden Fall 2023 noch Thema sein, neben Spotify. Man kann auch mit Spotify Philosophie natürlich anhören. Ja, deswegen möchte ich euch ein paar Sachen von meiner Kindheit erzählen. Meine Kindheit war grandios. Ich danke meinen Eltern dafür. Es war eine wunderbare Zeit. Ich danke auch der Südstadt in Nürnberg dafür. Sie hat mich sehr geprägt. Ja. Aber wir haben die Popkultur natürlich bekommen. Die Popkultur, ich liebe sie. Wer liebt sie? Wer kennt die Popkultur noch? Jean-Claude Van Damme mit seinem ewigen Spagat. Wrestling, Hulk Hogan kommt rein. Das waren auch die Beatles natürlich. Michael Jackson, Michael Air Jordan. Das waren doch noch Zeiten. Ronaldo gar noch nicht da, aber Maradona war da mit der Hand Gottes. Das waren auch diese ganzen Zeiten noch. Das war doch schön. Für uns Kinder war es crazy. Also wir haben zu Hause die Trickfilme bei RTL 2. Ja, ich habe noch einen Fernseher gehabt, der war riesig. Ich hatte einen eigenen Fernseher, das ist auch so ein Privileg gewesen. Alle Kumpels waren bei mir. Freitag, Samstagabend war die Hölle los bei uns. Ja, und wir haben über die Trickfilme gesprochen, über die Actionfilme, über Nintendo. Das war damals wirklich ein Thema für uns alle. Wir haben unsere Schulnoten nach Nintendo gemessen. Hat er einen Gameboy bekommen, war er nicht so gut in der Schule. Hat er einen Super Nintendo bekommen, war er ein sehr guter Schüler. Das war immer so eine Messlatte. Die PISA-Studie in den 90ern für die Lehrer über unser Verhaltenswesen, wie wir uns verhalten. Da hat man halt gesehen, so ein Einklässler, so ein Zweiklässler, der rauskommt wie der Undertaker von Wrestling. Der andere kommt da raus, ja, ob er halt von der Baba wäre und so. Es war schön. Weil wir haben halt die verschiedenen Kulturen kennengelernt. Wir haben untereinander verschiedene Sprachen gelernt. Wir haben das, ja, ich brauche euch nicht anzulügen. Wir haben erst die Ausdrücke natürlich kennengelernt. Nach den Ausdrücken kam natürlich dann das Zählen in anderen Sprachen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ein sehr guter Freund von mir, der Giovanni, ich war in der dritten, also er war in der zweiten Klasse, ich war in der dritten Klasse und der Giovanni, ein legendärer junger Mann, temperamentvoll. Haben wir Italiener hier? Kein Italiener? Okay, beim nächsten Mal, ich bringe sie alle mit, kein Problem. Giovanni, sehr temperamentvoll, ein super Junge. Und da gab es halt diese Missverständnisse, sag ich dazu. Und da hat natürlich die Lehrerin gesagt, Giovanni, wir werden deine Mutter rufen, sie muss mit dem Rektor reden. Giovanni natürlich entsetzt, Rektor, was soll das? Er war sehr traurig in diesem Moment. Seine Mutter kam ihn abholen. In dem Moment sagt natürlich Giovanni zu seiner Mama, Mama, der Rektor möchte mit dir sprechen. Dann sagt die Mama, ist kein Problem, meine Bambino. Ich spreche mit Rektor. Und dann sagt Giovanni mit zwei Tränen, aber Mama, lass aussehen wie ein Unfall. Und das war für mich augenöffnend. Ich habe dann gewusst ganz genau, was ich vorhabe, wenn ich erwachsen werde. Ich werde Coach für mentale Kraft. Das war halt die Zeit in der Schule. Es war wunderschön. Wir haben uns alle kennengelernt. Wir sind alle groß geworden. Wir haben alles Mögliche gemeinsam geteilt. Auch unsere Zeit natürlich. Und die Zeit läuft, wie ich schon vorhin sagte. Die Zeit läuft. Und ich möchte den Abend mit diesem einen Sketch zu Ende bringen, diese eine Fabelgeschichte. Um unsere Lage besser zu verstehen. Momentan ist es leider so, das darf natürlich nicht passieren, das müssen weiter vorausdenken, weiter uns emotional ausbilden. Stellt euch vor, zwei Frösche sitzen am Teich auf einem Blatt und es fängt an zu regnen. Da sagt der eine Frosch zum anderen, du, es fängt an zu regnen, ja, lass uns in den See reinspringen. Ich bedanke mich bei Elan in Fürth, herzlichen Dank! Ein großer Applaus für Kajani Retro.
şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma.